Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mazda News. Heute mal zwei heiße Themen. Einmal das neue Modell von Mazda CX-5, also das 2023er Modell. Und es gibt noch eine tolle Sonderaktion zum 50-jährigen Geburtstag, der jetzt ansteht von Mazda. Es wird auf jeden Fall wieder interessant. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. So steigen wir auch direkt ein und ich habe heute wirklich super viel Informationen für euch und weil das Ganze eben so umfangreich ist, habe ich euch wieder eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich glaube, dann ist es für euch leichter, das alles nachzuvollziehen. Wir starten auch direkt mit dem Mazda CX-5 Modelljahr 2023 und wie immer, wenn es ein neues Modell gibt, interessiert einem natürlich auch, was ist denn eigentlich neu bei dem Auto. Grundsätzlich hat sich vom Design her jetzt nicht viel getan. Wir hatten ja erst das 2022er Facelift, also da ändert sich sozusagen von außen nichts am Fahrzeug. Wir haben einige technische Veränderungen. Ich würde das Ganze jetzt eher nicht als Facelift, sondern als Update bezeichnen. Mazda hat natürlich im Zuge der relativ hohen Kraftstoffpreise im Moment jetzt hier eine ganz wichtige Veränderung eingeführt. Und zwar haben wir jetzt beim CX-5 auch das Multi-Bit-System drin. Das kennen wir ja schon von Mazda 3 oder von Mazda CX-30. Und dieses Multi-Bit-System sorgt im Endeffekt dafür, in bestimmten Situationen, in denen der Kraftstoff oder der Benziner sehr viel Kraftstoff eben verbraucht, ihn zu unterstützen und dadurch natürlich den Verbrauch zu senken. Ich gehe dann nachher nochmal ein bisschen mehr auf die Details ein, aber grundsätzlich mal so ein paar Hauptfakten. Wir haben 24 Volt Lithium-Ionen-Akku in dem Fahrzeug. Der Motor, der da drin ist, der erzeugt ca. 5 kW Leistung, unterstützt eben das Fahrzeug beim Anfahren und beim Gleiten und kann damit also bis zu 0,6 Liter nochmal Kraftstoff einsparen. Und damit erzeugen wir natürlich auch wesentlich weniger CO2-Emissionen, wodurch dann auch die Kfz-Steuer sinkt. Aber wie gesagt, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Grundsätzlich hatte der CX-5 als Benziner auch schon Zylinderabschaltung in der Vergangenheit. Hier hat man allerdings ein Modell damals noch ausgelassen. Das war der Benziner Automatik mit Allrad. Den hat man jetzt auch noch die Zylinderabschaltung verpasst. Da gab es also noch eine kleine Veränderung. Ausstattungstechnisch hat man jetzt auf jeden Fall mal noch das Apple CarPlay und Android Auto Wireless integriert. Das gab es bisher nur in der kabelgeführten Version und auch die Touch-Funktion gibt es jetzt praktisch noch zusätzlich im Display. Das war eben bisher nicht möglich, aber die Touch-Funktion aufpassen, die gilt wirklich nur bei Apple CarPlay und Android Auto. Ansonsten hat man die USB-A-Anschlüsse, also die klassischen, die kennt ihr schon, durch USB-C-Anschlüsse, also durch die neuen modernen ersetzt. Das ist jetzt einfach auch im Zuge der Modernisierung nun mal notwendig gewesen. Und es gibt noch eine Namensanpassung. Ja, das erkläre ich euch gleich. Das hat ein bisschen mit einer europäischen Angleichung der Märkte zu tun und natürlich auch dem aktuell schwierigen Liefersituationen geschuldet. Man wollte eben sicherstellen, dass wenn zum Beispiel einzelne europäische Länder vielleicht gerade im Moment nicht so viele Fahrzeuge benötigen, dass man das Ganze ein bisschen besser untereinander austauschen kann und dadurch eben die Fahrzeuge besser für alle verfügbar sind. Es gibt bei der Optik kleine Veränderungen, hauptsächlich bei der Farbe. Und zwar wurde die klassische Farbe Saturn Weiß Metallic, hatte den Farbcode 25D, die ist also rausgefallen. Und es gibt die neue Farbe Rhodium White, die kennt ihr vom CX-60, vielleicht ein super schicker Weißton. Die beiden Farben im Endeffekt nehmen sich nicht so viel, aber den hat man jetzt eben ersetzt durch Rhodium White. Was auch reingeflossen ist in dieses Facelift, sind die Lüftungsdüsen vom Newground-Modell. Da gab es immer wieder ein paar Kunden, die sagen, ja, die sind doch ein bisschen zu poppig gewesen, zu peppig mit diesem Neongrün. Das hat man jetzt tatsächlich dann durch schwarze Düsen ersetzt. Und ansonsten, weil wir jetzt natürlich auch ein Multi-Bit-System im Fahrzeug haben, haben wir hinten jetzt sozusagen dieses Logo, dieses Badge, wie man das so schön nennt, auch durch ein eSky Active Badge sozusagen ersetzt. Gut, gehen wir auch gleich mal weiter. Hier mal ganz kurz das neue Line-Up, wie man das so schön nennt, also die neue Namensgebung. Und ihr seht schon, ich bewege mal meinen Mauszeiger, Primeline gibt es auch schon oder gab es auch schon in der Vergangenheit, Centerline gab es auch schon, jetzt kommt eigentlich auch schon die erste Neuerung. Eigentlich war dann die nächste Stufe der Exklusivline. Und das ist Exklusivline, das sieht man hier oben, da sage ich gleich noch was dazu. Das hat sich jetzt eben grundlegend verändert durch diese Vereinheitlichung. Man hat jetzt sozusagen dem Centerline ein Paket spendiert, das nennt sich Connectivity und Convenience Paket. Und wenn man diese zwei Sachen nun zusammennimmt, also Centerline plus das Paket, dann entspricht das sozusagen dem alten Exclusive Line. Da muss man jetzt also wirklich in Zukunft umdenken. Das wird, glaube ich, auch nicht ganz einfach, wenn man dann so in 2-3 Jahren mal einen Gebrauchten sucht und dann weiß man eben nicht exakt, ist das jetzt ein 22er Modell, das 23 zugelassen wurde, also ein richtiger Sportsline oder ein Exclusive Line. Und da wird sicherlich die ein oder anderen Verwirrungen geben. Und der Exclusive Line, der ja heute sozusagen Exclusive Line heißt, wird also dann den Sportsline ersetzen. Also der heutige Sportsline heißt in Zukunft Exclusive Line. Finde ich jetzt nicht besonders geschickt gelöst, aber gut, wenn man das so anpassen will, dann soll man das eben so machen.
Dann gab es noch zwei super interessante und auch bei euch sehr beliebte Sondermodelle. Das war einmal das sogenannte Advantage-Sondermodell. Das hat einige Extras von den höheren Modellen schon mit drin. Fand ich wirklich klasse. Ich gehe da jetzt gar nicht mal so detailliert auf die Modellausstattungen ein, weil die haben sich tatsächlich nicht verändert. Und der Newground, das war so ein bisschen unser Offroad-Style-Modell, also ein bisschen peppiger, finde ich auch sehr schick. Übrigens eines meiner Lieblingsmodelle beim CX-5 und den gibt es auch weiterhin und der bleibt auch erhalten. Dann über dem Sportsline gab es auch schon den Humura, das hat sich nicht verändert. Allerdings der Sportsline Plus, das ist sozusagen unser edelstes Modell oder die höchste Stufe gewesen. Und das hat man jetzt wiederum angepasst. Takumi, das kennt man schon vom CX-60. Also da hat man das Ganze so ein bisschen eben auch vereinheitlicht. Das wird jetzt auch bei weiteren Modellen folgen, dass man diese Namensgebung sozusagen kontinuierlich weiterführt. Im Moment hatte man ja schon ein Auseinanderlaufen. Wir haben beim MX-5 Selection gehabt. Wir hatten dann bei dem CX-5 diese Modelle Centerline, Exclusive Line und beim CX-60 hatte man dann Takumi und so weiter und jetzt wird das Ganze eben alles wieder zu einem Guss zusammengefasst. Rechts steht es eben auch nochmal hier, der Sportsline Plus, eben jetzt der Takumi, der Sportsline wird der Exclusive Line und ab der Centerline und dem Connectivity-Paket haben wir dann entsprechend auch das Apple CarPlay Wireless dann serienmäßig mit dabei. Gut, dann geht es weiter. Wir haben hier nochmal so ein paar Eindrücke für euch, also wenn ihr das Modell noch nicht so richtig kennt, der weiß, also hier haben wir einmal das Sondermodell Newground. Hier hat man es jetzt in dieser Farbe Circumsand. Das spaltet so ein bisschen die Gemüter. Ich finde sie super schick, aber es gibt auch Kunden, denen gefällt sie nicht so sehr. Besonderheit bei dem Modell war eben dieses Neon-Logo vorne sozusagen im Grill drin und der Unterfahrschutz. Von außen konnte man ihn da ganz gut erkennen. Und von innen hatte man die Teile der Sitze, also mit dem Stoff so ein bisschen abgesteppt. Auch hier mit dieser Neonlinie ein bisschen aufgeführt. Und hier sieht man eben schon, die Lüftungsdüsen sind jetzt eben nicht mehr mit so neonfarbigen Einfassungen versehen, sondern eben schwarzen. Schaut dadurch natürlich ein bisschen eleganter aus. Hier mal noch Eindrücke vom Humura. Da hat sich grundsätzlich nichts verändert. Ist ja sozusagen unsere sportliche Linie beim CX-5. Sieht man auch ganz deutlich, so ein bisschen schwarz abgesetzt. Schaut natürlich gerade in dem Rot auch sehr, sehr schick aus. Innen drin dann auch hier das Leder in Kombination mit den roten Nähten. Auch das Ganze schaut natürlich sehr schön aus, auch am Lenkrad. Das Ganze ist dann auch an den Seitenverkleidungen immer weitergeführt. Also eine sehr, sehr schöne optische Linie. Und schwarz-rot, das schaut natürlich generell immer auch sehr sportlich aus. Ja, und hier nochmal ein paar Eindrücke vom Takumi, also der sozusagen der bisherige Sportsline Plus. Eher so ein bisschen elegant. Die Karosserieverkleidungen sind eben jetzt hier in Wagenfarbe lackiert, nicht wie beim Humura schwarz glänzend. Und beim Standardmodell sind es ja Kunststoff, einfach als normales Bauteil. Und hier sieht man auch nochmal ein paar Eindrücke von innen. Der Takumi hat grundsätzlich das Nappa-Leder auch mit drin. Super schönes, weiches Leder, ist ganz leicht dunkelbraun und hat auch einige Holzapplikationen. Das ist ja mittlerweile auch wieder so ein Trend in der Automobilbranche, dass man da so ein bisschen nachhaltige Rohstoffe auch mit einbaut. Hier nochmal ein paar Infos zum Thema Mild Hybrid oder generell auch Hybrid-System. Da gibt es ja so viele Systeme auf dem Markt und da kommt man schon schnell mal durcheinander, was ist jetzt eigentlich was. Ich gehe da jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe rein, aber ich möchte euch gerne erklären, was eigentlich Mild Hybrid ist. Und Mild Hybrid ist sozusagen die erste Stufe von dieser ganzen Hybridisierung. Hier nutzt man also die Schwächen des Benziners aus und versucht sie zu kaschieren und zu verbessern. Und so eine typische Schwäche von Benziner ist eben, wenn er eben rollt, dann wird eben diese Energie nicht in irgendeiner Form gespeichert oder wenn der bremst, dann wird das Ganze eben nur in Wärme umgewandelt und genau diese zwei Situationen, die versucht man sich eben zugunsten hier mit diesem Multi-Bit-System zu schaffen zu machen. Und zwar haben wir hier auch eine ganze Kombination von Elementen, die da verbaut sind. Wir haben natürlich eine Art Elektromotor, der nennt sich jetzt hier integrierter Startergenerator. Das müsst ihr euch so in eine eierlegende Wollmilchsau vorstellen. Also das Ding ist sozusagen gleichzeitig Anlasser, Lichtmaschine und Motor. Und der ist also fest mit der Kurbelwelle vom Motor verbunden. Und wenn wir jetzt eben das Fahrzeug starten, dann startet eben dieses Bauteil auch den Motor. Wenn ihr elektrisch unterstützt werdet, wird das Ganze dann entsprechend hier direkt die Kurbelwelle antreiben. Und wenn das Auto eben rollt, wird die Kurbelwelle wiederum das Ganze dann hier auch antreiben, um Energie zu generieren. Damit ihr mal so ein Leistungsgefühl habt, dieser Motor hat 5 kW, 48 Newtonmeter. Mal bis auf die Newtonmeter abgesehen, sind 5 kW jetzt also nicht ausreichend, um das Fahrzeug elektrisch zu fahren. Das ist tatsächlich nur eine Unterstützung, hauptsächlich beim Anfahren und wenn ihr ganz sanft fahrt. Also ein rein elektrisches Fahren ist mit dieser Konfiguration nicht möglich. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen könnt,
denkt euch einfach mal, ihr fahrt Fahrrad und ihr habt Rückenwind und dann habt ihr eine andere Situation, ihr habt Fahrrad und Wind von vorne. Und Wind von vorne müsst ihr euch vorstellen, das ist praktisch ein Auto ohne Mild Hybrid und mit Mild Hybrid ist es dann eben mit Rückenwind. Dieser Akku selber, den wir hier im Fahrzeug verbaut haben, hat 24 Volt, mal eine grobe Hausnummer, ca. 0,24 Kilowattstunden. Das sind immer so Zahlen, mit denen man nicht jeden Tag hantiert. Was bedeutet das? Wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht darstellen würde, das ist jetzt wirklich sehr einfach, 240 Watt könnte man diesem Akku eine Stunde lang sozusagen abfordern. Dann wäre der Akku sozusagen leer. Also auch der Akku würde es nicht schaffen, das Fahrzeug sozusagen elektrisch zu betreiben. Dafür wäre er einfach zu klein. Was das Ganze dann macht, erkläre ich euch gleich noch. Wir brauchen noch zwei Systeme im Auto, damit das Ganze funktioniert. Ein sogenannter DC-DC-Wandler, also ein Gleichstromwandler, der wandelt 24 Volt von dem Akku wieder auf 12 Volt Bordspannung um und umgekehrt, wenn der Generator 12 Volt generiert, wieder in 24 Volt für den Akku. Und dann haben wir noch eine elektronisch kontrollierte Bremseinheit, im Endeffekt ganz normales Bremssystem, aber wenn ihr auf die Bremse drückt, wird das Ganze eben nicht hydraulisch betätigt, sondern eben elektronisch. Und das ist eben ganz wichtige Komponente, wenn ihr nämlich bremst, dann wollt ihr ja, wenn ihr so ein System habt, natürlich die ganze Bremsenergie auch in den Akku reinpacken. Ihr wollt das ja nicht in Wärme umwandeln. Und das wird das Auto dann eben vollautomatisch machen. Es erkennt, wie viel Bremsdruck ihr abgebt und wird eben so viel wie möglich versuchen, diesen Akku reinzupacken. Wenn ihr natürlich dann sehr stark bremst, wird dann auch die Bremsscheibe zusätzlich aktiviert und bei einer Vollbremsung sowieso wird dann das Maximale aus dem ganzen System rausgeholt. Gehen wir auch mal ein Stückchen weiter, da wird das, glaube ich, noch ein bisschen klarer. Ich habe hier mal ein Video für euch vorbereitet. Hier sieht man ganz gut mal so den Aufbau. Das ist jetzt hier zwar ein Mazda 3, aber das funktioniert prinzipiell gleich. Ihr seht hier vorne die ganzen Systeme, die ich euch gerade erklärt habe. Und das Ganze funktioniert eben so. Der Motor läuft, ihr fahrt also mit dem Fahrzeug und dann wird zum Beispiel beim Rollen oder beim Bremsen, hier seht ihr diesen Energiefluss, hier durch diesen Generator in den Akku eingespeist. Also hier seht ihr es nochmal. Er holt sich sozusagen die Energie, speichert das hier in den Akku rein und das Ganze wird dann genutzt, hier durch den DC-DC-Wandler umgewandelt und hier seht ihr schon, durch diese Strahlung sozusagen wird das Ganze auch im Fahrzeug verteilt, sei es Klimaanlage, Sitzheizung, solche Elemente werden mit Strom versorgt. So, und das Ganze kann natürlich aber auch so funktionieren, wenn ihr eben beschleunigt, dann wird das Ganze eben durch den Generator auch wieder als eine Art Antriebsleistung an das Fahrzeug abgegeben. Und dadurch kann man eben ja die Lichtmaschine des Fahrzeuges eben sehr, sehr häufig entlasten. Und dadurch eben Kraftstoff einsparen. Da sind wir im Endeffekt auch schon beim nächsten Thema. Wie viel kann man sich denn jetzt eigentlich einsparen? Ich hatte ja vorhin ja schon so gesagt, bis zu 0,6. Und wir schauen uns das mal ein bisschen im Detail an. Ich habe euch jetzt hier mal alle Modelle als Benzin aufgegliedert, denn die bekommen dieses Mild-Hybrid-System, die Diesel nicht. Und wir haben jetzt also in allen Versionen, allen Motorisierungen, Allrad, Automatik, immer das Mild-Hybrid mit drin. Wir haben generell auch die Zylinderabschaltung, die zusätzlich noch dafür sorgt, dass das Auto bei Teillast oder niedrigen Lasten auch nur mit zwei Zylindern fährt, um eben Kraftstoff zu sparen. Und wir haben mindestens also 0,3 Liter, das ist bei dem 165 Benziner, das seht ihr hier, und 8 Gramm CO2-Emissionen sparen wir uns. Und die höchstmögliche Ersparnis haben wir dann beim Allrad 165 PS. Aber ihr seht schon hier, im Schnitt sind wir so circa bei 0,4, 0,5 Liter, was man sich sparen kann. Und muss dazu sagen, Mazda hat diese Werksangaben auch schon in den neuen WLTP-Zyklus deklariert, das ist also hier wirklich ein sehr realistischer Zyklus. Schauen wir uns jetzt mal die effektiven Werte an. Nur eine Ersparnis, davon kann man sich ja nichts kaufen. Wir haben beim Benziner 165 PS jetzt nach dem neuen WLTP-Zyklus 6,5 Liter im Schnitt, finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Wert. Das sind Werte, die gab es früher eigentlich nur im Dieselbereich und wir reden ja hier doch über einen SUV, also nicht irgendwie einen Kleinwagen. Und selbst der große Benziner Allrad 194 PS, wir reden über einen 2,5 Liter Motor, haben wir hier 7,6. Also es sind wirklich tolle Werte und ja, wie gesagt, auch der Motor unterstützt natürlich das Auto auch ein bisschen. Es fühlt sich dann auch an der Ampel ein bisschen harmonischer an, weil er dann natürlich auch schneller startet. Gehen wir mal weiter. Ich habe euch das Ganze auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst, dass man das Ganze auch mal in Kosten ein bisschen greifbarer machen kann. Was bedeuten denn eigentlich 0,3 Liter und 8 Gramm CO2 oder 0,5? Ich habe euch mal zwei Beispiele gemacht. Einmal Schaltgetriebe 165 jetzt für euch auf der linken Seite und dann nochmal der große Motor auf der rechten Seite. So, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir 0,3 Liter tatsächlich Einsparungen haben, gehen wir mal von 15.000 Kilometern im Jahr aus. Ich denke, da treffen wir relativ viele Kunden mit diesem Beispiel. Dann würde man sich jetzt hier bei diesem Auto 45 Liter sparen. Dann hatten wir eine bisherige Kfz-Steuer von 171 Euro bei dem Auto, sparen uns 8 Gramm.
und haben jetzt eine neue Steuer von 151 Euro. Das spannen uns also 20 Euro. Jetzt ist es natürlich immer schwer, mit irgendwelchen Spritpreisen zu multiplizieren. Ja, mal schwankt er hier und mal schwankt er da. Ich nehme jetzt einfach mal 2 Euro. Ja, das heißt, wir haben uns ungefähr 90 Euro an Sprit erspart. 20 Euro, also 100, 110 Euro habt ihr euch auf jeden Fall im Jahr gespart. Finde ich schon mal eine tolle Sache. Das Ganze schaut natürlich bei 2,5 Litern nochmal deutlich besser aus. Da sind wir sogar in einem Bereich von über oder fast 200 Euro. Also wirklich eine tolle Sache, finde ich persönlich. Gehen wir auch gleich mal weiter. Und zwar, wenn ein neues Modell draußen ist, will man natürlich auch mal wissen, ja, wann kommt es denn endlich? Und grundsätzlich ist es so, dass Mazda die Produktion schon im Werk umgestellt hat. Das heißt, alle Autos, die aktuell produziert werden, sind sowieso schon 2023er Modelle. Das bedeutet, habt ihr beispielsweise in den letzten Wochen und Monaten ein Auto bestellt, das wurde noch nicht in der Vergangenheit produziert, so bekommt ihr auf jeden Fall das 2023er Modell. Wie gesagt, von der Namensgebung ein bisschen angepasst, aber grundsätzlich eben genauso, wie ich es euch heute gezeigt habe. Wenn jetzt Stand heute, also Mitte November, ein Fahrzeug bestellen würdet, so haben wir aktuell für dieses Modell 5 bis 6 Monate Lieferzeit. Die ersten Kundenautos, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen hochrechne, seit wann die Produktion gestartet ist, wären dann also ca. Januar beim Händler. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist denn mit dem 22er Modell? Gibt es da vielleicht das ein oder andere Schnäppchen? Und ja, das gibt es auf jeden Fall. Sprecht da euren Händler mal an. Wir haben für das 22er Modell, wenn da eben Fahrzeuge da sind und auch dieses Jahr noch zugelassen werden können, da gibt es einerseits tolle Tageszulassungsaktionen, aber auch Subventionen im Bereich Finanzierung und Leasing. Da lohnt sich also tatsächlich auch mal, da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Vielleicht kann man sich durch diese Ersparnis ja auch, ja, sag mal, durch das 2022er Modell ein bisschen schmackhafter machen. Das kann durchaus ja auch Sinn machen, wenn es nicht immer das neueste Modell sein muss. Aber ich hatte euch ja auch am Anfang gesagt, es gibt nochmal eine neue Aktion jetzt zum Geburtstag von Mazda und da komme ich auch gleich drauf. Und das Tolle ist, das könnt ihr mit allem kombinieren. Das ist ja sozusagen das große Jubiläum von Mazda, 50 Jahre Mazda in Deutschland. Die Aktion selber gilt vom 14.11. bis zum 26.11. Offizieller Geburtstag ist der 23.11. Aber Mazda hat natürlich, da ein Auto ja doch ein größeres Investitionsobjekt ist, hier auch einen größeren Zeitraum für euch gewählt, was natürlich auch absolut fair ist, wie ich finde. Und ich sagte es ja gerade, das Ganze gilt wirklich für alle Modelle, egal vom Mazda 2 bis hin zum größten, dem CX-60. Ausnahme, es gibt wirklich eine Ausnahme, das ist der CX-60 Diesel. Aber ansonsten 2023er Modelle, 2022er Modelle ist alles abgedeckt. Ja, und was gibt es jetzt Besonderes? Ihr seht es ja gerade auch schon. Und zwar gibt es bei Mazda 2 Wartungspakete. Die gab es auch schon in der Vergangenheit. Und Mazda hat sich nicht lumpen lassen. Die haben gleich einfach mal das teuerste und größte Wartungspaket reingepackt. Für 3 Jahre und 10.000 Kilometer kriegt ihr das jetzt mit dazu. Und dann zusätzlich noch ein Jubiläumszins. Also ich wiederhole nochmal. Ihr kriegt das große Wartungspaket für 0 Euro. Und ich blätter nochmal zurück. Ihr seht schon, das Ganze kann je nach Modell bis zu ca. 1.700 Euro kosten. Also wirklich eine richtig große Ersparnis. Und für alle, die, ich sage jetzt mal, noch nichts von diesem Wartungspaket gehört haben, habe ich mal eine kleine Übersicht noch erstellt. Was ist denn da eigentlich alles enthalten? Es gibt es ja, wie schon gesagt, auch schon ein bisschen länger. Wir haben 2 Pakete. Das eine Paket heißt Mazda Care. Ich nenne das immer so Wartungspaket. Das Tolle bei diesem Paket ist, ihr habt dann praktisch ein Kärtchen. Da geht er zu irgendeinem Mazda-Händler in ganz Deutschland und sagt, hier bin ich. Und zeigt die Karte vor und dann ist der Kundendienst komplett kostenlos. Das heißt also der ganz normale Kundendienstumfang. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Luftfilter, Kraftstofffilter. Ich lese jetzt da gar nicht alles vor. Ihr könnt euch das ja gerne in Ruhe hier im Video anschauen. Grundsätzlich auch bei diesem Mazda Care ist immer dabei auch die Mobilitätsgarantie. Habt ihr irgendwo eine Panne, einen Unfall, das könnt ihr euch im Endeffekt wie ein ADAC vorstellen. Dann habt ihr nach jedem Kundendienst eben das Ganze dann auch ein Jahr. Jetzt gibt es aber noch Mazda Care Plus. Das baut praktisch auf dem Care auf mit dem Plus, dass da eben noch zusätzliche Sachen dabei sind. Und das heißt, ihr habt hier wirklich komplette Sicherheit, dass auch die Verschleißteile, die im Laufe der Zeit ja, sich verbrauchen, verschleißen eben, dass die eben auch ersetzt werden in diesem Leistungszeitraum. Was sind denn so typische Verschleißteile, die man vom Kundendienst kennt? Das wisst ihr, glaube ich, genauso gut wie ich. Bremsscheiben, Bremsbeläge, Wischerblätter, all diese Dinge werden übernommen. Auch hier seht ihr, ich lasse das Ganze hier offen. Und ihr habt natürlich sogar, weil ihr 3 Jahre diesen entsprechenden Pannenschutz oder beziehungsweise das Care Plus Paket habt, habt ihr natürlich sogar noch den TÜV, den ersten dazu. Also man muss nicht TÜV sagen, es ist die Hauptuntersuchung. Und die Abgasuntersuchung, die ist also auch noch im Paket mit drin. Also eine tolle Sache, wenn man das eben so ein bisschen zusammenrechnet, da kommt schon einiges zusammen. Und wie gesagt, es ist vollkommen egal, zu welchem Mazda-Händler ihr geht, das ist in ganz Deutschland einheitlich geregelt. Wirklich, ob das jetzt
München ist oder in Hintertupfingen. Es ist immer sozusagen abgedeckt. Tolle Sache, finde ich persönlich. Und da hat sich Mazda hier auch richtig lumpen lassen. Und ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Jubiläumszins, Finanzierung und Leasing. Ja, wie gesagt, da würde ich euch empfehlen, fragt da direkt mal bei eurem Mazda-Händler nach. Das ist jetzt hier immer ein bisschen schwierig darzustellen bei den ganzen verschiedenen Versionen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen überschlagen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel Details nennen, aber je nach Modell und Finanzierungsform, Anzahlung, Nichtanzahlung, kann man hier durchaus durch das Gesamtpaket mal gut 3.000 Euro einsparen. Aber wie gesagt, lasst euch das am besten mal ausrechnen. Tolle Aktion, finde ich persönlich, gerade wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, bald ein Auto noch erwerben zu wollen, dann ist das jetzt hier der perfekte Zeitraum, um zuzuschlagen. Gut, ansonsten gibt es noch was Neues zum Mazda 6 2023 und MX-5 2023, aber darf ich aktuell noch nicht sagen. Bitte noch ein bisschen Geduld. Wir werden euch hier auf diesem Kanal natürlich informieren, sobald es da was Neues gibt. Aber wie schon gesagt, so einen kleinen Teaser habe ich da schon mal reingepackt. Schaut euch dieses Foto mal ein bisschen näher an. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Dann kriegt ihr nämlich auch immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Aber natürlich nur, wenn ihr die Glocke gedrückt habt. Habt ihr zu den heutigen Themen noch irgendwelche Fragen, dann packt das wie immer unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne auch einen Daumen nach oben da. Das freut uns immer sehr. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.